Guten Morgen, Leute. Wir nehmen euch heute wieder mit hier in den Dolomiten. Heute geht es zum Schlern. Wir starten auf der Seisser Alm, wandern jetzt hier gemütlich über die Seisser Alm und am Ende geht es dann nochmal zackig nach oben zum Schlerngipfel. Zum Sonnenaufgang haben wir ein unglaublich schönes Licht. Während es unten im Tal noch bewölkt ist, liegt der Schlern schon in der Sonne. Wir laufen hier jetzt durch das riesige Gebiet der bekannten Seisser Alm. Ist das nicht wunderschön hier? Der Schlern mit seiner markanten Form gilt als Wahrzeichen Südtirols. Er zählt zu den beliebtesten Wanderzielen im Naturpark Schlern-Rosengarten. Wir haben jetzt das Tal durchschritten sozusagen und jetzt beginnt der Aufstieg auf den Schlern. Wir laufen jetzt den Touristensteig oder auch Sentiero del Turisti. Aussichtsreich führt er in Serpentinen Meter für Meter nach oben. Kühe sind hier überall am Weg unsere Begleiter. Wir empfehlen dir einen frühen Start. Der Wanderweg bietet kaum Schatten. Gerade in der Mittagssonne ist der Anstieg sehr schweißtreibend. Technisch bereitet der meist recht breite Steig keine Probleme. Stabiles Schuhwerk ist jedoch immer zu empfehlen. Bunte Blumenwiesen und eine tolle Aussicht begleiten uns weiter. Drei Stunden sind angeschrieben und dann kommst du endlich oben an. Hier liegt eine riesige Hochebene vor dir. Der Ausblick macht sprachlos. Auf der Weide stehen Pferde und dann taucht nach einigen Kurven endlich das Schlernhaus auf. Hinter uns ist jetzt das Schlernhaus und jetzt gehen wir noch auf den Gipfel. Die höchste Erhebung hier ist übrigens der Monte Petz mit 2563 Metern. Und da laufen wir jetzt noch mal etwa 10 Minuten hinauf, bis wir dann am Gipfelkreuz stehen. 10 Kilometer haben wir jetzt bis hier oben hinter uns gebracht. Der Blick vom Schlerngipfel zum Rosengarten und zur Latemar-Spitze ist atemberaubend.